Und hallo und willkommen zurück zu Path of Sin, Greed im Englischen oder Gier im Deutschen. Wir sind, glaube ich, bald am Ende oder fast am Ende jetzt. Wir kommen langsam der Sache näher. Der Inspektor beruhigt noch Grace. Und Edward und, ja, Henry sind, so wie es aussieht, auf der Flucht, ne? Beziehungsweise, ich bin mir nicht sicher bei Edward. Edward, habe ich das Gefühl, ist der Einzige, der, obwohl er Verbrechen begangen hat, am ehrlichsten ist. So mit, und er hat sogar eine Gefährtin gefunden, die auch zu ihm hält. So wie es aussieht. Da haben wir noch die Kugeln im Netz. Sie hat uns ja sofort informiert, als sie sich gestritten haben. Zange, Säge und Beil. Da ist eine Säge. Ein Beil ist hier. Zange ist... Ist das eine Zange? Nein, das zählt nicht. Das ist eigentlich ein Engländer hier, ne? Ja. Pumpe ist Schriftrolle. Schriftrolle habe ich ja gesehen. Wo war die denn? Sehe ich nicht mehr. Okay. Zange, Lampe und Glocke noch. Lampe hier? Nein, zählt nicht. Okay. Eine Glocke. Dann brauchen wir noch eine Lampe. Da ist eine Luftpumpe. Taschenlampe. Ein Schlauch ist da oben. Eine Zange. Jetzt ist die Frage, welche Zange hier? Hm. Zange, Zange. Da ist ein Bohrer. Da ist eine Zange. Eine Schriftrolle. Die habe ich eigentlich gesehen gehabt. Da unten. Ein Beil. Kann ich jetzt hier noch weiter hoch? Nein, ich muss jetzt hier mit dem Beil, glaube ich, dann hier so... Okay, nach oben. Und auf Steinschlag achten. Oh, shit. Ich kann nicht glauben, dass ich das überlebt habe. Ich muss wieder hochklettern und Richard aufhalten. Heilige, diese Wurzeln sehen recht stark aus. Vielleicht kann ich mich hochziehen, wenn ich mich mit etwas festhaken kann. Hier. Spaltkahlen an. Erstmal. Ich kann durch den Wohnwagen klettern, wenn ich es schaffe, sie zu erreichen. Was haben wir denn hier? Aufbrechen mit dem Keil. Okay, Sicherheitsnadeln, Verbandszeug. Enterhaken. Enterhaken und Seil. Klingt schon mal ganz gut. Und entern wir mal. Das hält. Oh, ich sehe nicht gut aus. Jetzt kann ich hochklettern, okay. Mit den Nadeln müssen wir das hier aufmachen. Da hat mich echt das Ding überrollt. Alter Schwede. Ich kann die Tür wahrscheinlich mit etwas aufbrechen. Die Brechstange. Nach oben. Richard, don't do anything rash. You already have blood on your hands. And you don't want more of it. Step back or I'll shoot! You better shoot me now. Otherwise I'll... Edward, calm down. And don't say anything. I just want to get out of here, and Edward is the one who can fly me out. Don't try anything stupid, Inspector. It's not safe. The storm is too violent. Let Edward go. He can't help you. But I can. Look at me, Richard. I can help you. Trust me. One more step, Inspector! And he is dead too! Okay. Kann ich mich hier hinschleichen? Calm down, Richard. Everything's going to be all right. Stand back! I will shoot him! Just do it already, you coward. Ich muss auf etwas Signal warten. Calm down, Richard. Everything's going to be all right. Stand back! I will shoot him! Okay, welches Signal? Just do it already, you coward. Er sagt, warte auf das Signal. Die Frage Calm ist, down, Signal? Richard. Everything's going to be all right. Stand back! I will shoot him! Just do it already, you coward. Jetzt. Okay. Nochmal? Calm down, Richard. Everything's going to be all right. Stand back! I will shoot him! Just do it. Oh, das war zu früh. Okay. Krass. Da bin ich zu schnell. Okay. Das wusste ich nicht. Calm down, Richard. Everything's going to be all right. Stand back! I will shoot him! Just do it already. Das passte nicht. Na nun. Calm down, Richard. Everything's going to be all right.
Stand back! I will shoot him! Just do it already, you coward. Okay. Ich muss warten, bis er fertig gesagt hat. Calm down, Richard. Everything's going to be all right. Stand back! I will shoot him! Just do it already, you coward. Das passt ja nicht, okay. Calm down, Richard. Everything's going to be all right. Stand back! I will shoot him! Just do it already, you coward. Das passt nicht. Es Calm down, Richard. Everything's going to be all right. Stand back! I will shoot him! Just do it already, you coward. Okay. Ich bin jetzt sagen genug dran, ich muss einen Weg finden, ihn niederzuschlagen. Hier. Oh, Scheiße. Okay. Das mit dem Endspiel hat mich ein bisschen durcheinander gebracht, aber okay. I just needed some money to pay the debt. Just a little loan. I was in danger, but he didn't care. He just didn't care. Someone wise once said, there's plenty in the world for man's need, but not for man's greed. Bedürfnis Menschen? Okay, es gibt genug für die Bedürfnis Menschen. Das war also Path of Sin Gear in der Sammeledition. Wow. Junge, Junge, Junge. Ich muss mal schauen, ob ich... Das waren jetzt nur noch 7 Minuten, glaube ich, oder so. Mal gucken, ob ich das noch mit hinten dran hänge. Das werdet ihr dann ja sehen. Ja, das war also Path of Sin. Das Endgame jetzt hat mich ein bisschen durcheinandergebracht, weil ich jetzt kein explizites, wie soll man sagen, Zeichen gekriegt habe. Das war ja immer der gleiche Satz und irgendwie musste man dann im bestimmten Moment nach dem Satz halt was machen. Aber er hätte irgendwie den Kopf nicht gehabt oder sowas, auch nicht auf den Knopf gedrückt oder so. Das hat mich irritiert. Das habe ich nicht ganz hingekriegt, aber wir haben es ja trotzdem irgendwie durchgespielt gekriegt. Das war auf jeden Fall ziemlich interessant, ziemlich lang, muss ich zugeben. War mal wieder ein längeres Spiel. Ich habe schon lange nicht mehr so ein langes Spiel gehabt. Auf jeden Fall was Neues, Interessantes. Hätte ich nicht gedacht, wow. Jetzt habe ich noch das Bonuskapitel, da muss ich mal schauen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr nochmal dabei seid. Dann im Bonuskapitel oder in einem anderen Wimmelbildspiel oder in einem anderen Let's Play. Würde mich freuen und ja. Würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.